Laura Dahlmeier, Sportlegende, zweimal Olympiagold im Biathlon. Auf neuen Wegen. Die Messlatte liegt natürlich immer extrem hoch bei mir und das macht's nicht immer einfach. Ich soll sie begleiten auf Schritt und Tritt mit meiner Kamera. Das ist wie Skifahren auf Laufschuhen. Unser Ziel, die Berglauf-Weltmeisterschaft. In Südamerika, am sprichwörtlichen Ende der Welt. Flughafen Frankfurt am späten Abend. Das Abenteuer Berglauf-WM beginnt für Laura Dahlmeier mit einem Dämpfer. Der Flieger nach Argentinien defekt, der Abflug verschoben auf den nächsten Tag. Ja, ist halt schon deutlich anders jetzt von der Vorbereitung, habe ich mir schon anders vorgestellt. Statt schlafen im Flieger, ab in ein Hotel in Darmstadt. Ja, Darmstadt, auch hübsch. Das Ziel in weiter Ferne, Via La Angostura, Berglauf-Mekka in Patagonien. Laura Dahlmeier soll hier für Deutschland starten bei der Weltmeisterschaft im Berglauf. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, habe ein paar andere Sportarten ausprobiert, habe mich anscheinend beim Berglaufen wirklich ganz gut angestellt und habe das Quali-Rennen gewonnen. Ich habe dann schon kurz überlegt, will ich das wirklich wieder? Und habe dann für mich selber die Frage mit Ja beantwortet, habe mir gedacht, ich stelle mir die Herausforderung. Erste Herausforderung, ankommen. Ich habe gesagt, ich wollte ein Abenteuer, aber dass es jetzt gleich so ein Riesenabenteuer wird und das schon am Flughafen, ja, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Es ist schon Mittwoch, das Rennen am Samstag. Ob sie es rechtzeitig schafft, fraglich. Laura Dahlmeier bleibt gelassen, hält den Körper fit. Sehr gut. 14 Stunden Flug. Nächste Disziplin, Büffeln. Biochemie, noch sowas Neues nach der Biathlon-Karriere. Sie studiert TU München Sportwissenschaft. Mir war das einfach auch wichtig, so nochmal was zu lernen, nochmal den Schritt zurückgehen. Und das ist auch nicht so einfach, wenn man schon mal wirklich ganz oben war und da immer mit dem Erfolg gemessen wird, nochmal unten anzufangen. Ich muss mich wieder hinsetzen, konzentrieren, ich muss lernen. Das wollte ich so, ich wollte auch diese Herausforderung, aber es ist sicherlich nicht der einfachste Weg. Zwischenstopp Buenos Aires. Immer noch sehr weit weg von den Bergen. Die Vorbereitung im Eimer, Laura Dahlmeier muss improvisieren. Jetzt bin ich in Buenos Aires, damit habe ich nicht gerechnet. Schauen wir uns heute die Stadt an. Sie nimmt mich mit, den ZDF-Reporter, Hobbyläufer, Marathon-Bestzeit 3 Stunden 25 Minuten. Ich darf sie beim Abenteuer Berglauf-WM begleiten. Wenn ich es schaffe, an ihr dran zu bleiben. Die nächste Hürde sieht sie in diesem Moment noch nicht. Es gibt ein Problem mit ihrem Ticket für den Weiterflug. Ich muss allein vorausreisen. Laura Dahlmeier verpasst die Eröffnungsfeier der Berglauf-WM. 200 Teilnehmer mittendrin, das kleine deutsche Team. Es ist schon ein bisschen schade, dass wir als so große Nation, wenn man sich umschaut, Frankreich hat ein Riesenteam hinter uns, Großbritannien, die waren mit uns auch im Flieger, Riesenteam. Und wir gehen jetzt leicht geschwächt noch, weil Laura noch unterwegs ist, aber hier mit 4, 5 Leuten lang. Der Berglauf, in Deutschland eine Nischensportart. Am späten Abend ist das Team komplett. Laura Dahlmeier hat 60 Stunden Reise in den Knochen. Es ist halt an jedem Flughafen immer alles schiefgelaufen. Die anderen konnten die Strecke inspizieren, Pläne machen. Laura Dahlmeier nicht. Der nächste Morgen. Es bleiben weniger als 24 Stunden bis zum Rennen. Wenigstens ein paar Streckenkilometer will sie noch erkunden, im strömenden Regen. Endlich in die Berge! Juhu! Jetzt ist Laura Dahlmeier in ihrem Element. Sie liebt Klettern, Mountainbiken, Crossläufe. Je extremer das Gelände, je rutschiger die Hänge, desto besser. Die WM-Strecke insgesamt ein Marathon, 42 Kilometer mit 2200 Höhenmetern.
Das Schnaufen auf der Kamera bin übrigens nicht ich, das ist der Kameramann. Und die Nadeln auf der Linse sind auch vom Kameramann. Danke, dann haben wir das mal klargestellt. Aber sonst haben wir echt eine gute Zeit. Nach 7 Kilometern macht Laura Ernst Wettkampftempo. Ich muss sie ziehen lassen. Ich laufe wirklich viel. Viel auf der flachen Straße. Aber so ein Bergmarathon hier mit derart vielen Höhenmetern, das ist echt eine ganz andere Liga. Hola, Argentinien! Und wie war es warm laufen? Ja, eher kühl. Aber war cool, hat voll Spaß gemacht. War mega cool und super Strecke, taugt mir echt sehr technisch und ja, macht Laune. Hier gibt es keinen Betreuerstab wie früher beim Biathlon, keine Sponsorentermine, kaum Fans, nur ein paar klitschnasse Laufschuhe. Und jetzt soll sie noch trocken werden, schnell bis morgen. Und da es da keine Heizung gibt, war jetzt die Idee der Ideen, stopf sie im Backofen. Im Frühjahr 2019 hat die Doppel-Olympiasiegerin Schluss gemacht mit dem Profi-Biathlon. Für viele überraschend. Ja, ich habe relativ konsequent eigentlich diesen Schlussstrich gezogen, habe im Frühjahr meine Waffe für einen guten Zweck versteigert. Und im Sommer habe ich dann doch ein bisschen nachgedacht. Als ich zur Ruhe gekommen bin, habe ich dann auch noch mal mit den Athleten mittrainiert, mit den Biathleten. Und da kommt man dann doch ein bisschen ins Grübeln, ob ich das nicht ein bisschen vorschnell da gehandelt habe. Gerade so eine Waffe hergeben, das ist mir nicht ganz leicht gefallen. Ich habe ja zum Glück nur einen Schaft zu Hause und an dem hänge ich dann doch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch gut so und das ist auch normal. Das ist doch ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens gewesen und mit dem werde ich mich ja immer identifizieren. Samstag früh, kurz vor 6. Noch 3 Stunden bis zum Start. Ausdauerernährung, Kohlehydrate, Wasser, Salz zum richtigen Zeitpunkt, ohne den Magen zu überlasten. Auch das eine neue Herausforderung für Laura Dahlmeier. Biathlon dauert maximal 45 Minuten, der Bergmarathon mehr als 4 Stunden. Die erfahrenen Laufkollegen haben noch einen Tipp gegeben. Vaseline soll helfen gegen Blasen an den Füßen. Bei der WM gehen 200 Teilnehmer an den Start. Laura Dahlmeier wird die einzige deutsche Frau sein. Die zweite Starterin Stefanie Doll muss wegen eines Infekts passen. Die 3 deutschen Männer liebäugeln mit Top-10-Platzierungen. Laura Dahlmeier sagt, sie wolle nur durchkommen. Aber wer sie kennt, kennt auch ihren Ehrgeiz. Wenn Laura Dahlmeier irgendwo an den Start geht, dann geht man schon davon aus, dass da ein gewisses Niveau da ist. Und die Messlatte liegt natürlich immer extrem hoch bei mir und das macht es nicht immer einfach. Die ersten Kilometer. Hohes Tempo. Laura Dahlmeier hält mit. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, hier geht ganz schön die Post ab und habe da ein bisschen gebraucht, um wirklich so mein eigenes Tempo zu finden. Und das hat doch recht lang gezogen, einfach diese Findungsphase. Von hier aus geht es durch den Wald hinauf, auf den ersten von 2 Berggipfeln. Mir bleibt nur eine Möglichkeit, um auf dieser Strecke dran zu bleiben. Auf dem Rücksitz eines Crossmotorrads. Auf direktem Weg fahren wir zur Flussquerung bei Kilometer 12. Starke Strömung, eiskaltes Schmelzwasser. Und dann kommt Laura Dahlmeier. Ich glaube, mir sieht man das dann doch auch immer an, wenn ich gewissen Respekt habe. Da werden die Augen groß, der Mund geht auf. Und ich bin froh, dass ich gut durchgekommen bin. Das Wettkampftempo noch immer sehr hoch. Laura Dahlmeier fürchtet, dass sie Letzte ist. Ist noch jemand hinter mir? Ja. Sie liegt im hinteren Mittelfeld. Also es ist keine Meter geradeaus gegangen, immer rauf, runter, Kurven, rechts, links. Es war alles mit dabei, von Wald, Wurzeln, Steine, Schneefelder. Und es war ein super anstrengender, taffer Kurs. Schritt für Schritt zur größten Herausforderung, hinauf zum höchsten Punkt, dem Skigebiet am Cerro Bayo. Als erster Deutscher kommt Moritz auf der Heide. Er wird sich im Ziel über Platz 13 freuen. Dahinter Benedikt Hoffmann am Ende 21.
Florian Reichert ist nach dem Rennen enttäuscht. 40. Platz bei den Männern. Hinter ihnen kommt Laura Dahlmeier in Schwung. Ja, ich habe mich sehr auf das Schneefeld gefreut, gerade bergauf. Habe wieder einen super Tritt gefunden, habe ein paar Athletinnen einholen können, überholen können. Und da merkt man dann vielleicht doch, dass ich ein Kind der Berge bin. Und es macht natürlich auch Spaß, die eigenen Stärken da auszuspielen. Die letzten 10 Kilometer, auch für mich beginnt der Schlussspurt. Jetzt heißt es für mich, bergab hinterher, runterrennen, ab aufs Fahrrad und zum Ziel. Mit dem Mountainbike die Skiabfahrt hinunter. Dann auf dem Motorrad weiter ins Dorf. Wir müssen alles geben, denn wir wollen Lauras Ankunft nicht verpassen. Im Ziel ist zu diesem Zeitpunkt schon der US-Amerikaner Jim Walmsley, Berglaufweltmeister in 3 Stunden und 12 Minuten. Siegerin der Frauen wird die Rumänin Christina Simion in 3 Stunden 49. Nach 2 Tagen Reisestress, 42 Marathonkilometern und 2200 Höhenmetern beendet Laura Dahlmeier ihr Abenteuer Berglauf-WM nach 4 Stunden und 20 Minuten. Platz 27 von 86 Frauen. Ich habe alles gegeben, ich war ausgepumpt und war einfach nur happy, als ich die Ziellinie erreicht habe. Ich bin unter 4 Stunden 30 geblieben, ich habe alles gegeben. Es war ein absolut tolles Gefühl, bei einer Berglauf-Weltmeisterschaft über die Ziellinie zu laufen. Mit 26 Jahren kann und will Laura Dahlmeier nicht stillhalten. Eine Sportlegende im Unruhestand.